Hey Leute, hier sind wir oben und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt es eine neue Folge Top 5 und zwar die Top 5 DLC Waffen. Und ja, bevor wir damit anfangen, erklärt Benny wie immer, was beim nächsten Mal so dran ist. Genau, eigentlich wollten wir richtig krasse Clips sehen, die ihr im Wasser spielt, irgendwelche Feeds oder geilen Shots oder was auch immer, aber da wurde einfach richtig wenig eingesendet. Deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach eine neue Challenge. Und ja, was heißt eigentlich Challenge? Ihr könnt im Prinzip alles einsenden, was krass ist. Oder wenn ihr irgendwo in Call of Duty was Krasses mal erlebt habt oder irgendeine krasse Streak oder keine Ahnung was gemacht habt, einfach einen krassen Clip, sendet uns das Ganze ein. Wie immer mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Würde uns natürlich mega freuen, wenn da was Cooles dabei rumkommen würde. Wir verlinken natürlich auch die ganzen Leute, die was eingesendet haben, unter dem Top 5 dabei waren, auch immer in der Videobeschreibung. Also würde sich wahrscheinlich auch lohnen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit dem heutigen Top 5. Genau, mittlerweile gibt es ja schon 10 verschiedene DLC-Waffen und auf dem 5. Platz haben wir die KG-40 gepackt mit Magazinerweiterung und LV-Visier. Kann man die eigentlich perfekt spielen, man kann auch ein paar Gegner wegholen. Jedoch ist es so, dass es auf größere Distanz die Waffe nicht so geil ist. Also wenn ihr mit der spielt, packt sie auf jeden Fall auf kleinen Maps ein, also nicht unbedingt auf Redwood oder was auch immer, sondern eher auf Nuketown Combine. Da kann man die wirklich perfekt gebrauchen und man kann dadurch auch schon eine schöne Streak aufbauen. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einer Waffe, die auf jeden Fall um einiges besser schon ist, wie die HG-40. Genau, Benny. Man muss jetzt sagen, die ersten 4 Plätze, also die Waffen, was wir da dabei haben, ich finde die einfach richtig stark. Und auf jeden Fall haben wir auf dem 4. Platz die FFAR, also der Farmers Remake quasi von den älteren Call of Duties. Und die Waffe ist so gut. Ich habe am Anfang gesagt, also wie ich damals die Nuklear mit der FFAR gespielt habe, dass ich die Waffe nicht mag und dass ich der Meinung bin, dass die Waffe scheiße ist. Aber die wurde besser gemacht und ich finde die jetzt mega stark. Ich habe die einfach heute mal wieder gezockt und First Try direkt eine 20er Gunsplink damit gemacht. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, wie stark ist die Waffe eigentlich? Also wer von euch die FFAR hat, ihr könnt die auf jeden Fall wieder mitnehmen. Die ist richtig bombenstark und auf jeden Fall gehört die Waffe zu den besten Sturmgewehren, die es überhaupt in Black Ops 3 gibt. Richtig Hammerteil, hohe Feuerrate und der Rückstoß ist jetzt auch kontrollierbar, finde ich zumindest. Also ja, mit der kann man auf jeden Fall gut rasieren. Packt auf jeden Fall Magazinerweiterung ein. Und ja, starkes Teil. Ja, jetzt kommen wir auf den 3. Platz zu einer Sniper, die erst vor kurzem rausgekommen ist, und zwar die DBSR 50. Und diese Sniper, die es in sich hat, weil viele wissen es vielleicht noch nicht, mit der kann man 2 Schüsse abgeben, bevor man wieder repetieren muss, bevor wieder Schüsse ins Magazin reingeladen werden oder in den Lauf. Und damit droppt man sogar die Gegner, nicht so wie bei der RSA Interdiction, wo man wirklich nur Hitmarker bekommt. Man bekommt bei der Waffe sogar Oberkörper aufwärts oder Mittelkörper aufwärts One-Shots und sogar auf den Händen, was eigentlich mal ein Spezialfall unter den Snipern ist. Und dadurch ist eine Sniper, die wirklich fast schon die stärkste ist, abgesehen jetzt von der P06. Aber man muss sagen, das ist eine DLC-Waffe und eine Sniper, die es in sich hat und die lohnt sich auch, wenn man die zieht. Also sweatet drauf, dass ihr die bekommt. Und ja, viel Glück auf jeden Fall bei den Supply Drops ziehen, hatten wir damals. Ja, ich würde sagen, wir kommen einfach zum 2. Platz und da haben wir die Peacekeeper MK2. Auch wieder ein Remake aus Black Ops 2 und ich muss sagen, das war in Black Ops 2 schon einer meiner Lieblingswaffen und ich fähr die auch in Black Ops 3 wieder richtig hart. Einfach geil, das Ding, quasi null Rückstoß, hohe Feuerrate und macht auch gut Damage. Man braucht meistens so 4 Hits. Also ich würde sagen, das ist so eine Art, ja, Razorback, aber fast noch ein bisschen besser. Ich habe am Anfang gedacht, eigentlich ist das Ding nicht so stark. Dann hat die mal einen Gegner gehabt und mich damit die ganze Zeit gedroppt. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, das Ding ist verdammt gut. Und deshalb auf jeden Fall auf Platz 2 richtig stark die Peacekeeper. Macht auch mega Bock. Also wer die von euch hat, ich glaube, ihr könnt das alle bestätigen. Das Ding ist einfach nice und bockt einfach, wenn man mit der Waffe zockt und die Gegner ein bisschen rasiert. Also ja, auf jeden Fall geiles Teil. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem Teil, das OP ist, aber auch Abfuck. Und ist, die Waffe ist eigentlich Abschaum. Es ist alles. Also man sieht jeden Typen, der eine Sniper in der Hand hat, mit der auch noch zusätzlich rumlaufen. Und zwar geht's um die Marshall 16. Die Waffe ist mit Abstand die räudigste, die meistgehasste Waffe, die jeder in Black Ops 3 kennt. Und zwar ist das einfach, nee, man kann es nicht beschreiben einfach, weil jeder Typ, der die Waffe gezogen hat, die Akimbo einpackt und dann damit rumläuft.
Oder zum Beispiel ein normaler Sniper, der nimmt keine normale Pistole mehr mit, er nimmt die Shotgun-Pistole, weil die einfach so OP war. In Black Ops 2 war es noch so, dass eine Shotgun-Pistole wie eine Executioner kompletter Bullshit war. Und in Black Ops 3 machen die komplett OP. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Sie hat sogar schon Nerf bekommen, also sie wurde schon schlechter gemacht, ist aber trotzdem noch mit Abstand die beste Pistole und meiner Meinung nach auch die beste DLC-Waffe, die man ziehen kann. Also wenn man die hat, hat man auf jeden Fall schon ausgesorgt, dann braucht man im Grunde keine andere Pistole mehr auswählen, sondern immer nur die einpacken und ich weiß nicht, was ich besser sagen soll. Die beste Shotgun, die beste Nahkampfwaffe, das Ding ist krass, ohne Witz. Leute, wenn du wirklich einen Millimeter vom Gegner stehst und der knife dich und du schießt mit der Waffe, du gewinnst das Duell. Das Ding ist besser als Knife, das Ding ist besser als jede Shotgun einfach, weil du bist zu mobil, du kannst einfach auf kurze Distanzen jeden Gegner One-Shot wegdroppen. Also, ja, wir haben schon öfter gesagt, das Ding ist einfach zu krank stark. Und wenn das ein Gegner dabei hat, ich reg mich immer so hart auf, weil ja, es ist einfach Abfuck, wenn jemand mit der Waffe spielt. Du hast 0,0 Chance, nicht mal mit dem Ripper oder so. Das ja, Ding outgunnt dich einfach, du hast keine Chance. Ja, vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel das vergleichst mit irgendeiner anderen normalen Shotgun. Die Waffe ist ja teilweise besser wie eine normale Shotgun einfach. Ich ja, finde die besser wie eine Haymaker oder keine Ahnung, wie heißt die KRM? Finde ich oder auch Brecki. Die besser. Oder die Brecki? Warum macht man sowas? Ich verstehe es einfach nicht. Aber ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit den Top 5 Waffen. Wir hoffen natürlich, sie haben euch gefallen. Wir finden, das sind wirklich mit Abstand die besten DLC-Waffen, die es so gibt. Und ja, Benny, hast du sonst noch was? Ne Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und ihr könnt natürlich auch gerne mal bei unserem Sponsor MMOGA vorbeigucken. Dritter Link in der Beschreibung, dort gibt es richtig günstige Spiele zu holen. Also könnt ihr euch auf jeden Fall Geld sparen und uns dabei noch unterstützen. Und zusätzlich haben wir noch einen Gutscheincode, nämlich mit dem Code BUDDIES bekommt ihr noch ein paar Prozent Rabatt. Also könnt ihr auch was sparen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns natürlich wie immer morgen beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.